Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Die schlimmste Angst ist immer die Angst vor dem Unbekannten. Welcher meiner Freunde wird mich verraten und für meinen Tod sorgen? Welches dieser Idiotenländer drückt zuerst auf den roten Knopf? Oder wann erscheint der neue Film von Adam Sandler? Allesamt gleichwertige, furchtbare Ereignisse. Aber wenn wir in der Geschichte oder vor allem respektive der Filmgeschichte zurückblicken, in beispielsweise die 1950er Jahre, dann sehen wir, wie sich der damals aufgestaute kalte Krieg zwischen Amerika und Russland bereits dort in der Medienlandschaft widerspiegelt. Die klassischen Spionagegeschichten rund um die Unterwanderung des amerikanischen Volkes von den kommunistischen Spionen wird ja gerne mal auch dargestellt in Themen wie Das Ding aus einer anderen Welt oder Die Körperfresser kommen, wo halt eben diese böse fremde Entität dann tatsächlich zu einem Alien-Hybriden mutiert. Aber für das Thema des heutigen Videos bleiben wir vielleicht ein bisschen eher irdisch verhaftet, eher so in der Sphäre von John le Carré, der 1931 geboren war, tatsächlich selbst aktives Mitglied für die britischen Geheimdienste MI5 und MI6 war und dann im späteren Verlauf seiner Karriere dazu übergegangen ist, tatsächlich Spionageromane zu schreiben. Geschichten wie Der Spion, der aus der Kälte kam oder Dame, König, Ass-Spion. Absolut großartige Geschichten, die sich mit eben jenen Themen beschäftigen. Aber nicht nur zwischen Amerika und Russland gab es einen vergleichbaren Konflikt. Ich glaube, einer der ähnlichsten, aber natürlich doch auch irgendwie anderstesten Konflikte herrscht in Korea. Der kommunistische Norden gegenüber dem demokratischen Süden haben schon immer ein riesengroßes Problem miteinander. Etwas, das auch die Medienlandschaft immer wieder gerne zitiert und als Thema und Grundlage für Fernsehfilme oder Serien macht, wie es zuletzt hier auf meinem Kanal bereits im Quickie Review von der Serie Crash Landing You hatten. Aber während diese Serie eher eine Liebesgeschichte in den Vordergrund gestellt hat und die Spionageaspekte in den Hintergrund gesetzt, gibt es jetzt einen neuen Film, der sich exakt mit dieser Spionagegeschichte beschäftigt, und der ist tatsächlich bereits seit über 5 Jahren in der Mache und hat dabei eine interessante Geschichte hinter sich. Die Rede ist dabei von dem Film Hunt, der eigentlich unter dem Titel Nam San veröffentlicht hätte werden sollen und basiert auf einem Drehbuch von Jo Seung-hee, der zuvor lediglich bei 16 Folgen von der Serie Modern Friends fürs Drehbuch zuständig war. Aber bereits im Jahr 2017 hat dann tatsächlich ein Schauspieler namens Lee Jung-jae die Hauptrolle von diesem Film übernommen und die Vorproduktion des Films hat begonnen, bis dann Lee Jung-jae die Vorproduktion wieder beendet und abgebrochen hat, was ja immer wieder auf verschiedene Umstände zurückführt. Welche das sind leider nicht im Detail überliefert. Es könnte natürlich sein, dass er 2017 dann schon etwas in der Vorproduktion für seine Rolle in Squid Game war, wo er die Hauptrolle des Seung Ji-hoon gespielt hat. Aber gut, das war erst 2021. Nein, wahrscheinlich hat es eher was damit zu tun, dass er dann irgendwann einmal draufgekommen ist, dass das ursprüngliche Drehbuch Kacke ist. Also vielleicht, man weiß es nicht. Man weiß allerdings eben nur, dass Lee Jung-jae, der damals eben vorhatte, die Hauptrolle zu spielen und den Film zu produzieren, dann irgendwann einmal draufgekommen ist, wenn er möchte, dass das irgendwas ist, muss er das Drehbuch am Ende selber schreiben. Und deswegen hat er in einem 4-jährigen Prozess das Drehbuch dann selbst beziehungsweise wahrscheinlich überwiegend komplett neu geschrieben. Dabei ist dann auch interessant, dass er, nachdem er dann nach dieser Zeit auf der Suche nach einem Regisseur war, bereits sein persönliches Umfeld gesagt hat, naja, machst du schon seit 4 Jahren, also warum machst du es nicht gleich selber? Und das war eben der Grund, warum der Mann, der uns in erster Linie als Hauptdarsteller von Squid Game bekannt ist, dann gleich einmal gleichzeitig als Drehbuchautor und Regisseur in das Filmgenre einsteigt, in das Filmbereich einsteigt, obwohl er an diesem Projekt wahrscheinlich bereits länger arbeitet als an Squid Game. Er hat übrigens auch noch als Ray in Deliver Us From Evil gespielt, beziehungsweise ist einigen vielleicht 2005 bereits durch seine Rolle als Gang Sejong in dem Film Typhoon aufgefallen. Aber die meisten kennen ihn natürlich aus Squid Game. Er hat übrigens für seine Tätigkeiten als neuer Drehbuchautor beziehungsweise neuer Regisseur für den Film Hunt diverse Preise eingeheimst. Aber neben ihm sind auch in den anderen Rollen immer wieder einige Gesichter zu sehen gewesen, die wir bereits aus anderen Produktionen kennen. So hat beispielsweise
beispielsweise Park Sung-Woon mitgespielt in Filmen wie The Closet, Es ruft nach mir oder nach dir oder The Great Battle aus dem Jahr 2018. Wir kennen Jung-Woo Sung aus The Good, The Bad and The Weird, wo er die Rolle des The Good gespielt hat. Er hat den Jeosol in Musa, der Krieger, gespielt. Wir sehen Wang Jun-min, der absolut großartig übrigens die Hauptrolle in einem meiner persönlichen immer noch lieblingskoreanischen Grusel-Mystery-Thriller gespielt hat, nämlich The Wailing, die Besessenen. Er hat außerdem den Imam in Deliver Us from Evil gespielt. Wir sehen Nam Jil Kim, der übrigens neben seiner Rolle in einer Serie namens The Fiery Priest, die es auf 40 Folgen gebracht hat, auch als Tae Ju in Memoir of a Murderer gespielt hat. Wir sehen Heo Sung Tae, der auch in Squid Game zu sehen war, nämlich in der Rolle des Fieslings Yang Deok-soo, beziehungsweise der auch noch in Filmen wie Rampant oder The Outlaws mitgespielt hat, die auch bei uns veröffentlicht wurden. Ebenfalls großartig finde ich Lee Sung-min, den wir gesehen haben, als Hauptdarsteller von dem Film The Witness in der Rolle des Sang-hoon aus dem Jahr 2018, der hier bei uns von der Bush Media Group veröffentlicht wurde. Wir kennen Yo Jae-myung, der zum Beispiel auch noch als Präfekt in Alienoid zu sehen war, um den sich Cape Light zuletzt gekümmert hat, oder auch in Filmen wie Silent Assassin. Wir sehen hier Jin Leon, die beispielsweise in Ashfall mitgespielt hat. Man-sik Cheong hat in Rampant oder auch in The Treacherous, einen Film, den ich ebenfalls sehr gerne mag, mitgespielt. Oder Jo Woo-jin war zuletzt in Alienoid oder Hard Hit noch mit dabei. Einige Rollen, also die wir definitiv kennen, auch wenn es manchmal nur kleinere Nebenrollen waren. Aber auch hinter der Kamera haben wir in dem Fall einige alte Bekannte. Mo Gae-lee beispielsweise hatten wir hier auf meinem Kanal im Blu-ray-Check bereits mehrmals zu Gast. Er war nämlich auch der Kameramann von Emergency Declaration, der zuletzt über Play-On Pictures kam, oder auch in No Tears for the Dead, der von Nameless Media kam. Aber er hat auch bei anderen Projekten die Kamera begleitet, wie bei The Good, The Bad and The Weird, Azura, wo auch noch einige Leute aus dem Cast von Hunt mitgewirkt haben, A Tale of Two Sisters oder I Saw the Devil. Geschnitten wurde das Ganze quasi vom Haus- und Hof-Cutter von Park Chan-wook, der von Oldboy angefangen bis hin zur Frau im Nebel eigentlich grundsätzlich etliche Projekte mit ihm gemeinsam begleitet hat. Er hat dann auch noch Sachen geschnitten wie The Man from Nowhere, JSA Joint Security Area, Rampant oder Inside Man und viele, viele, viele weitere Projekte. Aber im Fall von einem Spionage-Thriller ist natürlich immer ganz besonders wichtig auf der einen Seite, wie gut die schauspielerischen Leistungen und die Inszenierung ist. Und da muss man wirklich sagen, dass Lee Jung-jae nicht nur in der Hauptrolle als Park absolut brilliert, sondern finde ich auch seine Aufgabe hinter der Kamera extrem genial und gewissenhaft gemacht. Man sieht ihm förmlich die Konzentration aus dem Gesicht schießen, wenn man sich ein bisschen was vom Bonusmaterial und vom Making-of auf der Blu-ray von Play-On Pictures anschaut, und man merkt einfach, mit was für einer Begeisterung auch für das Thema er hier mit dabei war. Das vielleicht sogar ein bisschen zu viel Begeisterung, denn hat auch dem Film das ein oder andere Problem beschert. Denn der Film lief dann als internationale Premiere in Cannes und hat dort die Leute ein kleines bisschen ratlos gemacht. Wenn man darf natürlich eines nicht vergessen, der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea ist ein extrem wichtiger Konflikt, überwiegend für Nord- und Südkorea. Das, was in der koreanischen Politik in den 1980er Jahren passiert ist, wird dort natürlich in den im Geschichteunterricht in den Schulen erinnert. Wahrscheinlich in beiden Teilen nicht unbedingt gleich, aber international erfahren wir davon ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel. Das war eben auch das Hauptfeedback, das der Regisseur nach dem Screening bei Cannes bekommen hat, dass nämlich sehr, sehr viele internationale Kritiker den Film überhaupt nicht verstanden hatten, weil sie keine Ahnung von den ganzen Backgrounds hatten. Und deswegen hat sich eben der Regisseur dann daran gemacht, eine neue internationale Fassung des Films zu machen. Die manifestierte sich dadurch, dass sie insgesamt ca. 6 Minuten kürzer zu sein scheint als die koreanische Originalfassung, dass allerdings aber auch Dialoge neu aufgenommen wurden, dass einige Schauspieler einzelne Dialogzeilen neu eingesprochen haben, um vielleicht nebenbei die ein oder andere Kleinigkeit zu erklären. Und so kam der Film dann in Südkorea in seiner ursprünglichen 131 Minuten langen Schnittfassung
in die Kinos. International wird aber überwiegend die 125 Minuten lange internationale Fassung ausgewertet. Die gibt's beispielsweise in Frankreich, auch in 4K UHD-Steelbook, die gibt's in Amerika und die gibt es jetzt auch von uns, von Play on Pictures im Steelbook. Und ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich als absoluter Uncut-Fetischist natürlich immer wieder begeistert davon wäre, zumindest auch die komplett ungeschnittene Originalfassung des Films zu sehen. Aber in diesem Fall bin ich tatsächlich eben sogar gewillt, eine Ausnahme zu machen, weil es sich hierbei nicht um eine vom Label nachbearbeitete Fassung handelt, sondern um eine alternative Schnittfassung, die nicht einmal von Produzenten oder Studios gemacht wurde, sondern vom Regisseur persönlich und die nicht das Interesse und den Hintergedanken hatte, irgendwelche Elemente zu zensieren, abzuschwächen, herunterzudummen, sondern tatsächlich vielleicht den Leuten mehr Informationen zu geben, mit denen man das ursprünglich geplante Publikum aber gar nicht belästigen wollte, weil die das eh mehr oder weniger im Schädel hatten. Also da bin ich vielleicht sogar wirklich der Meinung, dass es die bessere Idee von Play on Pictures war, diese Fassung bei uns hierzulande zu veröffentlichen. Denn auch wenn der Film tatsächlich so wie viele andere Spionage-Thriller auch wirklich kompliziert ist, wer jetzt wen hintergeht, damit er damit wen anderen hintergehen kann, aber von dem anderen dabei hintergangen wird, den einen zu hintergehen, damit dann doch, man kennt das klassische Aliens'sche Spionagesystem. Aber was in dem Film Hunt das Ganze zu etwas ganz Besonderem macht, sind auf der einen Seite die großartigen schauspielerischen Leistungen, die verdammt genial inszenierte Action, die zwar überwiegend mit Handkameras inszeniert wird, aber dabei Wert darauf legt, das Ganze nicht nur in Wackeloptik zu hüllen, sondern wirklich einfach nur ein bisschen eine begleitete Dynamik reinzubringen. Budgetäre Hintergründe könnte das natürlich auch gehabt haben. Beziehungsweise der absolut unglaublich spannende Handlungsverlauf, der selbst dann, wenn man gerade sich nicht sicher ist, ob man der Handlung gerade wirklich 100% folgen kann, immer noch packend und fesselnd ist. Insbesondere im letzten Drittel, im letzten Akt des Films, wo dann die ganzen aufgebauten Ereignisse kulminieren und wie ein fulminantes, großartiges, noch einmal mehrfach umgedrehtes Finale bekommen. Das ist ein wirklich spannender, wirklich großartiger Thriller. Und deswegen freue ich mich, dass wir den eben nicht nur als einfache deutschsprachige Heimkino-Auswertung bekommen, sondern dass uns Play on Pictures am 27. Juli 2023 davon auch noch eine 4K UHD-Version im Steelbook präsentiert. Und damit freue ich mich darauf, jetzt endlich das Wortspiel anzubringen, auf das ich seit der ersten Ankündigung von diesem Release warte. Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check, wo wir endlich herausfinden, ob die deutsche Veröffentlichung von Hund nicht eigentlich eher für die Katz ist. Das tut mir so leid. Aber einen habe ich noch, denn auch der erste Anblick des Cover-Artworks, übrigens identisch mit dem südkoreanischen Originalplakatmotiv, hat mir ein kleines Schmunzeln entlockt, denn während der eine Charakter dem anderen die Pistole an den Hals setzt, hat der andere... Oh, okay, ich will, glaube ich, nicht wissen, wer hier zuerst abdrückt, aber ich weiß auf jeden Fall, was wir hier zuerst machen werden, und das ist uns hier mit dieser J-Card beschäftigen. Die ist in diesem Fall, finde ich, sehr schick gestaltet, weil sie eben auf der unteren Seite des Steelbook Frontcover Artworks noch ein paar interessante Informationen zu diesem Release bietet, dabei allerdings das Motiv des eigentlichen Steelbook Covers fortsetzt, allerdings in einer aufgehellten Version, sodass man natürlich die Informationen entsprechend lesen kann. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Art und Weise, das hier darzustellen. Dann können wir mal auf das Backcover-Artwork blicken. Das finde ich von Play on Pictures hier auch sehr schön und dynamisch gestaltet wurde. Wir bekommen ein paar Bildausschnitte aus dem Film zu sehen, die Inhaltsangabe sowie ein paar weitere Hintergrundinformationen zu dem Film zu lesen, beziehungsweise Cast-and-Crew-Angaben, technische Details sowie dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und das finde ich in diesem Fall ganz besonders nett, denn neben einer kurzen Begrüßung gibt es auch noch ein Cross-Interview quasi, wo Lee Jung-jae und Jung-Woo Sung uns gemeinsam kurz begrüßen oder Informationen geben eben zu dem Film. Das ist natürlich alles eher so ein EPK-Feature, aber was ich dann wesentlich spannender fand, war auf der einen Seite das 19-minütige Interview, bei dem man nur Lee Jung-jae hört, beziehungsweise auch das 5-minütige EPK-Feature Jagdreport war sehr interessant und informativ und hat eigentlich viele kleine Hintergrundinfos, die ich auch am Anfang von diesem Video verwenden konnte, auf kurze Zeit sehr schön auf
auf den Punkt gebracht. Dann handelt es sich bei Cannes 24 Stunden nur um einen zweiminütigen, mit Musik untermalten Eindrücke von der Premiere bei Cannes, ohne sonstige Infos. Aber was auch interessant ist, ist das sogenannte Making-of, das aus 13 Minuten zwar unkommentierten, aber untertitelten B-Roll-Material besteht und bei der Entstehung von mehreren Sequenzen ein bisschen einmal zuschaut oder den Machern über die Schulter schaut. Und dabei finde ich eben auch sehr schön, von der Konzentration bzw. der Arbeit am Set. Insbesondere mag ich es einfach aus anderen Perspektiven mal zu sehen, wie dann diese Sequenzen aufgenommen wurden. Das ist halt einfach wirklich spannend. Aber wir können jetzt dann einmal diese J-Card entfernen und tatsächlich auf dieses Cover-Artwork blicken. Ich liebe dieses Motiv. Wobei ich vielleicht gar nicht mal so sicher bin und ich nicht nur der Einzige bin, der das irgendwie witzig findet. Aber natürlich finde ich eben auch die Tatsache witzig, dass wir diese beiden unter Anführungszeichen eben kontrahierenden Hauptcharaktere von diesem Film eben hier sehr schön eigentlich auf diesem Motiv dargestellt haben. Vor allem eben auch, wie der Titelschriftzug hier dargestellt wird. Dabei irritiert mich tatsächlich nur, dass das N von Hand hier bei der deutschen Titelversion mehr oder weniger auf der falschen Seite ist, weil man es halt im Titelvorspann von dem Film umgekehrt, so wie es der kyrillische Buchstaben ist, geschrieben hat. Aber da kann ich natürlich auch verstehen, dass das international vielleicht für die ein oder andere Verwirrung gesorgt hätte. Dabei haben wir allerdings eben sehr schön das Motiv, das sich teilweise auch unter die Kleidungsstücke von diesen Charakteren versteckt, beziehungsweise eben auch sehr schön hier mit dieser roten Farbe dann mit dem metallischen Steelbook-Effekt gespielt wird, wobei natürlich die rote Darstellung hier auch extrem sehr schön passend zum Thema des Films ist. Dazu muss man auch sagen, dass der rein weiße Hintergrund, beziehungsweise dann eben die anderwertige Darstellung von den beiden Charakteren hier sehr, sehr interessant ist es. Außerdem muss ich dazu sagen, dass mich dieses Cover-Artwork übrigens sehr schön an das alte gezeichnete amerikanische Steelbook-Cover-Artwork für den Film Train to Busan erinnert, falls das noch jemand auf dem Schirm hat und falls nicht, habe ich es ja hier eh nebenbei dazu gegeben. In meinen Augen eben ein wirklich schönes Artwork, das auf der einen Seite eben wirklich gelungen ist, auf der anderen Seite auch ein bisschen schmunzeln lässt. Dann schauen wir mal über den Spine, wo ebenfalls der Titelschriftzug mit dem mit der roten Farbe ein bisschen metallisch schimmert, auf das Backcover. Da gibt's dann eher etwas von den actionreicheren Momenten des Films. Dafür befinde ich auch eben mit diesen Lens-Flare-Elementen beziehungsweise eigentlich eher diesen Splittern und diesen Partikeln hier etwas mehr von dem metallischen Steelbook-Effekt, die sich hier, finde ich, sehr schön mit dieser Farbe anreichern, wenn man das Steelbook bewegt. Dazu natürlich eben auch die Unterstützung beim Titelschriftzug beziehungsweise auch hier die Metallic-Effekte. Das ist auf jeden Fall zwar kein durchgehendes Cover-Artwork, aber ein Steelbook, das hier, finde ich, auf den beiden zur Verfügung stehenden Flächen vorne und hinten zwei recht schicke Motive verwendet hat. Dann werfen wir einen Blick ins Innere. Da werden wir gleich einmal von den beiden Discs begrüßt, die uns hier ebenfalls dankenswerterweise zwei verschiedene Motive bieten. Hier die beiden Hauptcharaktere natürlich eben hier auf der 4K UHD vorher, finde ich, ganz besonders dynamisch, beziehungsweise dann eben auch noch in einer anderen Position darunter auf der Blu-ray hier. Dann aber interessanterweise das N von Hand in die andere Richtung gedreht, wie dann eben auch im Filmtitelvorspann. Wir können dann einmal einen Blick auf das durchgehende Innenartwork werfen und auch das ist, finde ich, eine absolut geniale Konfrontationssequenz, über deren Ursprung ich natürlich aus spoilertechnisch Gründen jetzt in diesem Video nicht weiter etwas sagen möchte, aber vor allem eben die Art, wie die beiden Charaktere hier auf der linken und auf der rechten Seite dargestellt werden, wie es fast eigentlich wirkt, als wären das zwei unabhängig voneinander dargestellte verschiedene Bilder, aber man sieht schon, dass hier diese Verhörzelle auf der linken Seite und dann quasi der Abhör-Zuhörraum auf der rechten Seite schon eine Einheit sind. Vor allem eben auch mit diesen verhaltenen Farben, die man bei dem Film auch immer wieder absolut bewusst und absichtlich eingesetzt wird, um das Ganze eben mit einem bestimmten visuellen Stil auszustatten. Das kommt hier, finde ich, bei dem Steelbook-Innendesign sehr schön zur Geltung. Aber wie gesagt, ich finde auch, dass dieses Steelbook außen auf jeden Fall eine sehr schöne Optik hat und mir das Ganze wirklich gefällt.
Aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht nur bei den äußeren Werten von Blu-ray-Veröffentlichungen besonders kritisch bin, sondern natürlich auch bei den inneren, insbesondere wenn es sich um topaktuelle 4K-UHD-Releases handeln, wo es ja teilweise sogar die großen Major-Labels gibt, die dann einfach irgendwelche halbgaren 2K-DI-Upscales uns als 4K verkaufen wollen. Danke für gar nichts. Aber wir wollen uns natürlich im nächsten Segment von Playzogers Blu-ray-Check damit beschäftigen, wie das im Fall des Thrillers Hunt aussieht. Wie üblich habe ich dafür auch einige Screenshots vom deutschen HD-Transfer der Blu-ray direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich auch dieses Mal betonen, dass es auf der einen Seite wirklich nur Blu-ray 1080p HD-Screenshots sind und keine 4K-UHD-Bilder, weil ich die aus technischen Gründen einfach nicht machen kann. Dass ich aber trotzdem, obwohl ich diese Bilder dann natürlich am Ende des Tages alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, die Bilder abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow auch mit der Blu-ray aus dem 4K-UHD-Steelbook von Play on Pictures nicht mehr 1:1 übereinstimmen kann. Und damit vielleicht einmal gleich die Antwort auf die wichtigste Frage bei der Betrachtung von jeder 4K-UHD-Bildqualität: Handelt es sich um eine native 4K-Scheibe? Und glücklicherweise lautet die Antwort darauf ja. Gedreht wurde der Film Hunt mit einer Arri Mini LF Kamera, auf der entweder Arri Signature Prime oder Cook Anamorphe Linsen gesessen sind. Das Ganze wurde dann von den Dexter Studios in Seoul in Südkorea in ein natives 4K Digital Intermediate verwandelt, das dann für die Postproduktion des Films verwendet wurde und auch für dessen internationale 4K UHD Auswertungen. Ich finde, dass der Film Hunt einer von denen ist, wo man es in der letzten Zeit tatsächlich noch fast mit am meisten merkt, wenn man beispielsweise über den größeren 86 Zoll Fernseher die Bildqualität der deutschen Blu-ray mit der deutschen 4K UHD Veröffentlichung vergleicht. Denn hier sieht man ganz besonders zum Beispiel am Beginn von einem der ersten Kapitel des Films, wo unser Hauptdarsteller sich ein Hemd aussucht. Das sieht man gerade bei den Nähten und bei den feinen Strukturen so viel mehr Details, so viel mehr Durchzeichnung. Aber man merkt auch diese bessere Tiefenwirkung eben dadurch, dass die zusätzlichen Farb- und Kontrastinformationen über REC 2020 oder Dolby Vision hier noch ins Bild dazugekommen sind und das Ganze noch weiter abrunden und mit einer entsprechenden Tiefenwirkung versehen. Wir merken aber die ganze Zeit hindurch, dass das Bild von der UHD einfach wesentlich gehaltvoller, wesentlich kontrastreicher sind und das ohne, dass das Bild wirklich drastisch dunkler erscheint als das der Blu-ray. Vor allem aber wirkt das UHD-Bild auf genau deswegen etwas sauberer, weil es eben ein bisschen weniger sauber wirkt. Hunt soll ganz bewusst ein bisschen ein grainigerer, körnigerer Film sein. Diese artifizielle Körnung wurde teilweise eben in die Szenen dazu integriert, wird allerdings von der Kompression der Standard Blu-ray-Version ein bisschen wieder aus diesem Bild herausgefressen, weswegen das Bild da hier eben manchmal so ein bisschen einen weicheren Anstrich bekommt auf höchstem Niveau. Quasi. Was allerdings bei der 4K UHD wirklich extrem knackig ist, das sieht man ganz besonders deutlich, wenn man sich diese etwas rauschigeren oder rauschintensiveren Sequenzen im Standbildmodus ansieht, dann sieht man eben wirklich, dass dieser Rauschteppich in der Blu-ray-Version ein bisschen matschig erscheint, aber in der 4K UHD-Fassung wirklich jedes einzelne Rauschkorn klar und perfekt definiert ist. Das sorgt natürlich eben für eine wesentlich schönere Bildwirkung, zumal sich Play on Pictures beim Encoding von beiden Scheiben eigentlich wirklich bemüht hat. Die Standard Blu-ray gibt dem Film 34,4 GB zur Verfügung, was natürlich eben bedeutet, dass trotz der jetzt von mir aufgezählten Elemente hier, bei denen es sich ja nur um quasi Vergleiche zwischen den beiden Medien handelt, hier keine für das Blu-ray-Format störende oder gar als Fehler zu bezeichnende Kompressionsspuren ins Bild eingeschlichen haben, sondern dass die Kompression für das Format eben sehr wohl sehr, sehr sauber arbeitet, ohne jetzt wirkliche Block- oder Artefaktgewitter oder Banding oder sonstige Störfaktoren. Das wird dann allerdings bei der 4K UHD ein Encoding mit 56,6 GB haben. Das ist bei der Filmlänge von 125 Minuten ein bisschen weniger, als man es bei anderen Filmen bekommt, aber ohne, dass sich das beim Anschauen des Films jetzt wirklich störend oder gar auffällig zeigt. Der Film Hunt ist überwiegend ein etwas düsterer, farblich reduzierter Film, weswegen natürlich eben auch
Dolby Vision und dergleichen ihre Stärke nicht ganz so stark ausspielen können, wie sie das bei anderen Filmen und anderen Transfers können. Aber im Großen und Ganzen merkt man es bei dem Film Hunt eben in erster Linie durch die Schärfe, durch die Plastizität des Bildes, beziehungsweise eben auch durch die eben schönere Tiefenwirkung der UHD, dass wir es hier mit einem nativen, sehr schön gemachten 4K-Transfer zu tun haben und dass es sich bei diesem Film auf jeden Fall auszahlt, sich den in der maximal möglichen Auflösung anzuschauen. Und ansehen sollte man sich den Film Hunt definitiv. Die absoluten Puristen können jetzt eigentlich gleich einmal damit anfangen, ein Studium über den nord- und südkoreanischen Konflikt zu absolvieren, dabei nebenbei vielleicht die ein oder andere Sprachkenntnis aufzufangen, nur um sich dann die 131 Minuten lange südkoreanische Blu-ray zu gönnen, um diese Bonusminuten sich hart erarbeitet zu haben. Alle anderen sind meiner Meinung nach in dem Fall mit der für den internationalen Markt angepassten Fassung vielleicht tatsächlich wirklich besser bedient, wenn hier eben die harten Elemente und politischen Hintergründe ein bisschen abgeflacht oder einfacher erklärt werden und man eben die Geschichte vielleicht wirklich mehr auf die Charaktere heruntergebrochen hat. Vor allem fand ich, dass der Film Hunt, obwohl er natürlich trotzdem spionagefilmtechnisch immer noch ein bisschen sehr wendungs- und verwirrungsreich teilweise ist, aber eine sehr schön stringente, sehr schön charakterfokussierte Geschichte erzählt, die unglaublich gut gespielt, unglaublich packend und spannend inszeniert ist und dann vor allem im letzten Drittel unglaublich wendungsreich. Das ist mit Sicherheit einer der besten koreanischen Thriller, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Generell einer der besten Thriller, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und einer, der es definitiv verdient hat, in der bestmöglichen Qualität über unsere Heimkinosysteme zu flackern. Und da hat es Play on Pick auf jeden Fall geschafft, mit der Dolby Vision 4K UHD Abtastung eine sehr schöne Bildqualität zu zaubern. Die deutsche Synchro des Films ist in meinen Augen wirklich gut gelungen und mit etwas Bonusmaterial abgerundet, in einem schönen Steelbook verpackt, liefert uns Play on Pictures hier mit dem Film Hunt auf jeden Fall eine 4K UHD Veröffentlichung, die ich jedem Fan von packenden, spannenden und wendungsreichen Spionage-Thrillern definitiv empfehlen würde.